Schönen guten Tag. Im Haushalt passieren immer mehr Verletzungen. Nicht nur Frauen, auch Männer. Vor allem die Finger sind oft betroffen. Und da findet man nicht immer den idealen Verband, wie man das fixieren kann. Oft reicht ein Pflaster für die Versorgung, wenn man sich schneidet oder auch einzwickt. Und das Pflaster hält aber nicht. Jetzt gibt es von einer Firma, deren Namen ich nicht nennen kann, weil es ja nichts zahlt, ne? Gibt es jetzt einen sehr guten Verband für die Finger. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben hier ein Pflaster am Finger. Die Mietze hat sich beim Erdäpfelschälen geschnitten, weil das Messer neu war. Und wir haben hier einen Verband am Finger. Wir nehmen nicht den bösen Finger. Aber das hält nicht, ja, weil die Mietze möchte weiter Erdäpfel schälen oder auch Staubsaugen und so diese Dinge. Gibt es dann in verschiedenen Farben, was für Frauen nicht unwichtig ist, ja, zum passenden Quant, kann man dann sich den Fingerverband aussuchen. Der ist sehr einfach, schaut so aus, gibt es zwei Seiten, wenn man genau schaut. Die eine Seite ist zum Abrollen. Das rollt man ab. Die zweite Seite wird verdreht und dann auch abgerollt. Schaut so aus. Der Finger von der Mietze ist ein bisschen zu kurz. Der Verband kann mehrere Tage oben belassen werden, hat den Vorteil, dass das Pflaster hält und wenn er schmutzig ist, muss man nur erneuern, weil die Firma hat mehrere in einer Packung und wie schon erwähnt in verschiedenen Farben, damit es auch zum passenden Kleid oder Leibchen passt. Das war's von mir, viel Spaß beim Nachmachen und ich wünsche euch dasselbe, was ihr mir wünscht. Baba. Wieso lachst du da hin? Grüß Gott, Schwester, wird das wehtun? Au! 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 Und jetzt abonnieren! Nun her doch!